das Sägen, das Hämmern, das Handwerken. Das heißt, die Liebe oder die Leistung. Soll man nicht fragen. Man soll sagen, die Liebe ist Leistung. Also, aus dem tiefen, sehnsüchtigen Verlangen, aus dem Herzen heraus zu leben, ist ja eine Leistung des Mannes, eine Tugendhaftigkeit. Verstehst? Was wäre der Mann, wenn er sägen könnte, wenn er bauen könnte, Gärten und ein kleines Paradies machen, aber er würde nicht leben können? Verstehst? Das wäre auch nicht gut, gell? Also die Liebe ist sozusagen eine der größten Leistungen für den tugendhaften Mann. Also der aus dem Herzen leben kann und sagt, schau, liebes Mädchen, welchen materiellen Vorrat ich dir bieten könnte. Dass jeder Stein, jeder Stern der Milliarden kann ich dir zeigen, kann ich dir vorführen, kann ich dir präsentieren. Wir selber, du und ich, wir sind nicht für die Ewigkeit in diesem irdischen System. Wir können hier nur vorübergehend ein Zelt aufschlagen. Und dann müssen wir wieder voller Vertrauen unser Leben der Gottheit schenken, damit sie uns das Leben erneuert dann und vielleicht sogar für immer erneuern kann oder will oder möchte. Versteht? Und deshalb ist der starke, tugendhafte Mann auf die Gottheit angewiesen und auch auf die Freiheit der Entscheidung, der Entschlusskraft des Mädchens. Wenn sie sagt, sie kann sich nicht entscheiden, dann kommt sie nicht, verstehst? Weil du kannst sie nicht entführen. Also wenn sie jemanden anderen zugeneigt ist, kannst du nicht dort mit Gewalt hintreten und sagen zu dem anderen oder zur anderen kollektiven Gruppe, sie muss mit dir mitgehen. Sondern sie muss sagen, zu sich selber finden und sagen, ich liebe diesen Mann. Ich gehe dorthin, wo er ist. Das ist eine schöne Landschaft, sie ist idyllisch. Sie hat alle Symbolsprachen, also alle, sie erfüllt alle Traumvorstellungen von dem ein Mädchen schwärmen sollte. Das pure, reine Quellwasser des Heiligen Geistes, der Kraft des Herzens, der Liebe, der Sehnsucht, den Schatten, das Symbol des Vergänglichen, dass darüber hinaus über dieses irdische System, also über dieses Leben, noch ein anderes herrscht, einer anderen Dimension, einer größeren. Und der Fluss, die Richtung, die Zielsicherheit, also die Entspringung der Quelle bis zur Mündung. Und das alles ist ja so wunderschön, verstehst? Und da müsste es mir möglich sein, ein wunderschönes Mädchen hierher zu verlocken und sie zu bezaubern. Essen. Das dürfte nicht so schwer fallen, wenn sie ein reines Herz hat und die Entschlusskraft hat zur Liebe. Dann wäre es leicht. Verstehst? Was kann ich ihr bieten? Ja, alles, was ein Mann ihr bieten kann. Besser geht's nicht mehr, verstehst? Bessere Voraussetzungen kann niemand mehr haben.